Empfindet das so ein Künstler, Street Art ohne Street zu machen? Also empfindet er das dann noch als authentisch oder ist das ein Weg, Geld zu verdienen? Oder ist das doch irgendwas, wo er seine Kunst nochmal in anderen Kontexten zeigen kann? Letzteres, wobei es ist noch nicht mal so, sag ich mal, simpel, seine Kunst in einem anderen Kontext zu zeigen. Das machen auch manche. Selbst das ist für mich jetzt noch nicht so besonders interessant, wenn das passiert. Denn das gleiche Graffiti, was ich auf eine U-Bahn sprühe, nochmal auf eine Leinwand zu reproduzieren, das war auch so ein bisschen so eine Art Sackgasse der Kunstmarkt- oder musealen Vereinnahmung, die sich auch schon historisch herausgestellt hat, dass es nicht so einfach eins zu eins funktioniert. Mehrere Sachen, also hier in der Ausstellung haben wir ja die zwei Teile, so den großen sogenannten Hall of Fame Space, wo es eigentlich erstmal in erster Linie um Murals, also um Wandmalerei geht. Ja? Die Künstlerauswahl hat bei uns viel damit zu tun, dass wir nach der Relevanz fragen, was die Leute eigentlich für die Szene bedeuten und was die im ungenehmigten Außenraum geschaffen haben. Mhm. Was das allerdings tatsächlich ist, das wird teilweise, also bei ihm, sehr gutes Beispiel, das fließt in diese Werke ein und wird dort reflektiert, also einfach indem zum Beispiel solche symbolischen Figuren oder Szenerien oder irgendwelche Sprüche. Er verbindet das ja auch noch mit der Graffiti-Stilistik, aber auf eine ganz stilisierte Art und Weise. Also sein Panel jetzt auf einem, also Bild auf einem Zug, wo nur der Name steht, würde schon noch ein bisschen anders aussehen und vor allen Dingen nicht so akkurat mit Pinsel gemacht. Also er macht das ganz bewusst, dass er diese Ebenen auch inhaltlich und ästhetisch verbindet, aber auch für sich genommen sozusagen trennt. Das, das wird gleich dann, wenn wir ganz am Ende ankommen, in diesem kleinen Ausstellungsspace, den wir an den Wandmalraum angeschlossen haben. Dort zeigen wir dann sowohl, sag ich mal, Action-Fotos oder irgendwelche Dokumentationen von, sei es Fotos oder Videos von tatsächlichen Arbeiten im Außenraum, wobei es bei ihm so ist, dass er nicht eigentlich kaum seine wirklichen Pieces, Graffitis ausstellt. Das muss man dann einfach wissen, dass er die macht auch. Mhm. Ja. Was natürlich bei der Fragestellung, ist der jetzt relevant, um in dem Kontext auszustellen, für mich wichtig ist, aber das ist dann halt einfach so ein Hintergrundding. Aber es sind natürlich die Fotomitbringsel von auch genauso ungenehmigt durchgeführten Erkundungsaktionen, die bei ihm dann in diesen Installationen mit dabei sind. Also das ist wirklich ein sehr bewusster Künstler, der aber auch mit diesen Fragestellungen, was ist wo relevant, was mache ich drin, was mache ich draußen und wie verbinde ich das, also sehr bewusst umgeht und sehr, also auch stimmig und vielschichtig, wie ich finde. Und genau das ist halt eben auch perfekt, das illustriert perfekt unser Auswahlkriterium. Mhm.